Irgendein Tunnel und ein Sofa, nee, ein Sessel. Das ist vielleicht 1,5 Meter hoch, oder? Wird eng, ja. Ja, wie Katakomben unter Paris hier. Oh, da steht das Wasser drin. Ja. Ja, auch ich glaube, das mit dem ersten Stock wird schwierig. Nee, auf gar keinen Fall. Also gut, das ist jetzt eine nasse Stelle, sonst bei den trockenen Stellen ist alles gut, aber trotzdem muss das nicht sein. Wir können halt echt mal sagen, wo wir wirklich sehen, welche Beschaffenheit der Boden hat. Ja. Brauchst du was? Brauchst du was? Achso. Hier liegt ein Kanu, sehe ich jetzt erst. Nicht mehr ganz dicht, aber... waren wahrscheinlich auch die Hölzer, diese ganzen kleinen Hölzerlatten, um wieder da reinzustapeln. I'm sorry, babe, 'cause I'm on the
Vielleicht ein ganz gutes Foto. Ist besser. Boah, aber der Raum ist halt echt nice. Und da unten liegt eine Leiter. Willst du nicht einfach? Ich dachte schon bei Leih, da unten liegt eine Leiche. Nein. Hoffentlich nicht. Ah, alles klar. Kannst du mich beurteilen? Wir sollten nacheinander gehen, um die Treppe zu entlasten. Check die Lage. Was ist das denn? Oh, was ist das denn da hinten? Trichter, guck dir mal die ganzen Stämme hier an. Ja. Alle zum Abstützen. Ach so, ach du Scheiße. Da ist der ganze Spaß reingekommen. Aber es ist krass, ne, wenn du überlegst, was diese Wand ausgehalten hat. Die hängt noch zusammen, obwohl da so der Erdrutsch rein ist. Alter Falter. Ich hätte nicht gedacht, dass Ziegel so gut halten. Ich dachte, die fallen dann echt so auseinander. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas durchgeht. Sind da richtig eingesägt und dagegen gestimmt. Heutzutage wird man sofort sagen, abreißen und die haben einfach Stämme dazwischen geklemmt. Fazit. Kellerscheiß unsicher. Ja. Fertige Ziegel. Hm? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt auf der Seite, wo ich meinte, dass wir da nochmal hinschauen. Da gab es oben Überschwemmung. Vielleicht auch ein Schmierfett oder so. Also Wasser ist das nicht. Nee.